meine Beauty Bunnies und schön, dass ihr wieder eingestartet zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Testing. Ich habe Produkte von Essence zugeschickt bekommen. Übrigens, wenn ich Produkte zugeschickt bekomme, ist das keine gekaufte Meinung. Also die haben nicht gesagt, was ich damit machen soll. Das ist mir ist es denen vollkommen egal, was ich damit mache. Aber ich dachte mir, ich teste das mit euch zusammen aus, denn ich war wirklich, wirklich aufgeregt über diese Produkte. Ihr werdet sie gleich sehen. Es handelt sich hierbei um die neue LE Sunset Dreamer. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was Produkte das sind und wie sie sich auf meiner Haut so machen, dann bleibt dran und viel Spaß beim Video. Das erste Produkt, was ich hier raushole, ist von Essence Wanted Sunset Dreamer eine Eyeshadow-Palette mit 12 Lidschatten in erdigen Farbtönen. Ja, ich würde sagen, wir testen das einfach mal aus. Also hier ist wirklich was dabei zum Setten und Crease und alles und sind mal gespannt, ne? Zuerst trage ich einen Primer auf, damit das Ganze auch gut hält. Mein Lid sette ich mit dieser hellen Farbe hier vorne. Stehen wie immer keine Namen dran, aber finde ich auch nicht schlimm. Und es ist genau meine Hautfarbe. Die nächste Farbe, die ich verwende mit einem fluffigen Pinsel, ist dieses helle Braun hier als meine Crease Shade. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Farbabgabe ist. Ha! Leute, da müsst ihr aufpassen. Zumindest bei der Farbe. Ich weiß nicht, wie die anderen Farben sind. Ich muss sagen, Essence macht immer bessere Lidschatten. Um das nach oben zu verblenden, nehme ich die Farbe daneben, weil ich nicht mit so einer Farbabgabe gerechnet habe. Sonst ist das so krass, ne? Und ich bin schon echt, ich klopfe die Farben schon ab, weil ich wirklich Schiss habe. Das gibt so einen leichten Look, aber der ist, ja, also die erste Farbe schon mal, ne? Und so mit einem etwas feineren Pinsel gehe ich in dieses rötliche Braun hier. Das sieht irgendwie nämlich viel rötlicher aus, als es in Wirklichkeit ist. Es ist so, ich würde eher sagen, Rost. Meine Nägel sind vielleicht doch ein bisschen mehr Rost. Ja. Und damit fahre ich auch bei der Crease lang, aber etwas weiter runter. Und auch hier Farbabgabe geil. Mega. Man sieht jetzt, dann poppen voll die blauen Augen auf. Also, ich hab das sonst nicht so. Mit seinem platten Pinsel gehe ich in die dunkelste Farbe hier. Das ist ja so ein Brombeerton, würde ich es nennen. Und setze das außen auf mein Lid und mache so ein V. Auch die Farbe ist super pigmentiert. Ich gehe jetzt nochmal in diese rötliche Farbe mit einem fluffigen Pinsel rein, weil diese Kante zu hart ist, weil die Farbabgabe einfach echt krass ist. In diese Farbe gehe ich hier vom Anfang nochmal rein, um das nach oben ein bisschen mehr zu verblenden. Das ist jetzt auch wieder so ein fluffiger Pinsel. Damit sehe ich gerade voll weiß aus. Bin ich gar nicht. So, wir kommen zu den schimmernden Farben. Also wir haben hier einmal so ein Gold drin. Sieht so aus. Hast du gerade mir so ein rötliches, so ein Orange eher. Dann habe ich hier, ja, was ist das? Oh, das ist aber eine krasse, schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob es zu meinem Augen-Make-up gerade passt, aber mega gut. Dann so ein Bärenton daneben. Ihr seht, der ist etwas dunkler. Und hinten ist noch so ein Braun schimmernd. Also ich glaube, dass ich die Farbe hier vorne nehmen würde, die hier Gold aussieht, aber wenn man sie swatcht, ist sie dann doch mehr, ja, orange. Ich würde sagen, so Duochrom-Lidschatten eher. Sehr, sehr schön und super pigmentiert, dass ich auch Probleme habe, es abzubekommen.
Und das Ganze trage ich auch mit den Fingern auf. Also ich nehme mein kleines Fingerchen und trage das auf. Ja, mega schön, passt super zum Look. Und ich gehe jetzt auch nochmal in diese schimmernde Farbe rein. Für den Übergang. Mega schön. Und in meinen Augenbrauen nehme ich diese Farbe hier. Hier hat auch etwas Schimmer drin. Ja, ganz leicht. Also super wahrscheinlich für unter die Augenbraue. Und dann gucken wir mal. Ja. Sieht richtig gut aus. Ich würde sagen, ich schmink mich mal soweit fertig bzw. weiter. Und mit dem nächsten Produkt bin ich dann auch wieder mit euch zusammen da. Ich habe soweit alles fertig. Ich mache jetzt noch schnell die Augen mit euch zu Ende. Dann haben wir das einmal abgeschlossen, das Thema. Ja, wie gehe ich vor? Also eigentlich würde ich gerne das von oben so ein bisschen adaptieren. Heißt, ich mache hier äußeren etwas dunkliger, also mit dieser Farbe. Und werde im Inneren dann immer diese schimmernden Farben auch wieder verwenden und unten ausblenden mit der Farbe von hier vorne oder mit der hier. Muss ich jetzt mal schauen. Wir fangen also an mit der dunklen Farbe. Und die müsst echt aufpassen. So krass pigmentiert. Und jetzt werde ich zuerst in diese Farbe gehen, damit ich einen schönen Übergang gleich habe. Und auch hier wieder echt aufpassen. Also ich war jetzt einmal hier reingetippt und schon ist der Pinsel wirklich mit Farbe voll. Mit einem kleineren Pinsel nehme ich jetzt dieses Rot hier auf und gehe dem nah meinen Wimpernkranz. Ach, und da habe ich schon unechte Wimpern drauf gemacht. Fand ich irgendwie cooler. Und jetzt nehme ich mir mein Fingerchen und gehe wieder in dieses Gold hier und setze das hier in die Mitte. Wunderschön. Mega cool. Das nächste Produkt finde ich mega cool und zwar ist das von den Sunset Dreamer LE, der Fading Bronzer. Vielleicht kennt ihr das aus dem Urlaub, man hat am Anfang ein helles Häutchen, da passt wahrscheinlich eher das hier auch. Ja, und am Ende des Urlaubs braucht man dann noch einen, nämlich einen dunkleren. Das ist natürlich damit super, ich brauche nur ein Produkt mitzunehmen und habe mir gerade gedacht so, boah, wie geil ist das bitte? Also super. Und wenn das dann halt nicht mehr passt, weil es zu hell ist, kann man das auch noch super. Das habe ich gerade eben auch gemacht, den Concealer damit einfach setten. Wahnsinnsprodukt. Ich werde jetzt hier die hintere Farbe nehmen. Die ist wirklich schön dunkel. Schmier dir mein Bein ab. Und fangen wir dann mal an. Ich weiß nicht, wie doll er pigmentiert. Oh ja, doch. Also es bröckelt hier schon raus. Auf jeden Fall wieder abklopfen. Aber schöne Farbe, es ist nicht zu warm, das finde ich sehr gut. Und hier oben habe ich das mittlere genommen, also nicht ganz hier drüben. Um einen schönen Übergang zu bekommen. Mega schön. Also es ist halt auch nicht orange oder so, ne? Das finde ich halt echt angenehm. Man muss halt wirklich nur aufpassen, weil es echt stark pigmentiert ist. Mit ganz viel Liebe über die Haut fahren. Mega schön. Also ganz ehrlich, Leute. Was macht Essence? Das wird immer besser. Ich war früher, war ich überhaupt kein Fan davon. Aber diese Produkte... Guckt, wie ich aussehe. Geil. Leider war jetzt hier kein Blush dabei, weswegen ich einfach einen alten nehme. Den Satin Blush Touch Blush. Nee, Satin Blush Touch Blush in der Farbe Satin Love 02. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber ist halt ein bisschen cleaner gerade. Und gibt nicht so viel ab. Das finde ich gerade ganz angenehm, weil ich schon so viel auf dem Gesicht habe. Ich schminke mal schnell meine Augen zu Ende. Dann haben wir das fertig. Ich muss eigentlich nur Wimperntusche drauf machen. Bis gleich. Das nächste Produkt in dieser Kiste ist ein Golden Summer Days Highlighter. Baked Highlighter. Sieht so aus. Super interessant. Und von der Konsistenz ultra weich. Macht einen goldenen Schimmer. Ohne Glitzerpartikel, das finde ich immer sehr angenehm. Also ich finde, Essence macht eine mit der besten Highlighter aus der Drogerie. Und es ist wirklich so ein
schimmern. Jetzt sieht man hier schon gar nicht mehr natürlicher Schimmer. Ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt mal in das Helle hier oben rein, statt in das Dunkle, weil hier ist ein bisschen mehr hellere Partikel. Wunderschön. Ich würde sagen, ich habe ein geiles Make-up heute drauf. Danke, Essence. Wenn ich mal anschaut, hier ist so die hellere Partie, da ist die dunklere und ich bin jetzt wirklich hier oben und in das Helle reingegangen. Goldener Ton. Also sieht natürlich besonders schön aus, wenn man so leicht gebräunt ist. Ich habe momentan eine leichte Bräune drauf. Ist nach dem Urlaub, wird es noch cool aussehen, ne? Das nächste Produkt macht mich etwas skeptisch, und zwar Sunset Dreamers Marble Lipstick, weil es passt, glaube ich, jetzt nicht, wenn die Farbe wirklich ist auf der Verpackung, nicht ganz zu meinem Augen-Make-up, aber ich probiere es trotzdem aus für euch. Kommt in einer schwarzen Verpackung, hier steht alles nochmal drauf. Und ja, Marble deswegen, weil halt marmoriert ist, ne? Er passt überhaupt nicht zum Look. Ich trage ihn mal auf für euch und ich merke gerade, er lässt sich nicht ganz so leicht hoch und runter fahren. Okay, der passt nicht zum Augen-Make-up. Konsistenz, ja, sehr cremig. Ich finde ihn fast zu cremig. Und dann durch diesen Marble, den kennt man obere Lippe nicht. Was einfach daran liegt, weil ich jetzt irgendwie eine helle Fläche hatte mit oben. Ich werde den mal eben abmachen und einen passenden Lippenstift einfach auftragen, damit das von oben zu unten auch ein bisschen besser passt, weil es ist sonst schade, ne, das gute Make-up. Ihr seht, mein Lippenstift ist drauf. Ich mache weiter mit den nächsten paar Produkten. Und zwar waren da einmal Überlacke drin, einmal ein goldener, den habe ich hier aufgetragen. Und den anderen, der rosa schimmert, aber ihr seht schon dieses glitzernde goldene da drin. Sieht dann aufgetragen so aus. Das ist übrigens normal, das ist mit, ja. Das sind diese beiden Produkte. Und ein letztes Produkt war übrigens noch drin, was ich mega cool finde. Vielleicht habt ihr es auch schon entdeckt. Ich habe hier so kleine goldene, wie nennt man das? Tattoo-Sticker drauf. Ich habe hier, man kennt sie vielleicht von früher aus dem Kaugummi-Automaten. Das ist ebenfalls dabei. Und ich finde die halt super schön, weil die so für die Finger gemacht sind. Kann man übrigens auch auf die Nägel auftragen, wo ihr gerade mögt und wo ihr es gerade hinhaben wollt. Na, also hier unten zum Beispiel einmal auf die Nägel oder auf, wie ich es gemacht habe, hier auf die Hände oder Fingerchen. Geht alles. Das ist nun der endgültige, fertige Look mit der LE von Essence, nämlich Sunset Dreamers. Ich vergesse mal, wie das heißt, deswegen muss ich mal selber nochmal nachschauen. Am besten gefällt mir wirklich diese Palette, dieses Augen-Make-up. Also ihr müsst wohl zugeben, das ist der Wahnsinn. Jede Farbe ist super in der Abgabe. Das macht einfach Spaß, sich damit zu schminken. Das ist der Hammer. Also ganz ehrlich, tolle Palette. Und das ist nur eine LE. Also ich an eurer Stelle würde mich beeilen und diese Palette hier holen. Das ist von der Farbabgabe und für den Preis unschlagbar gut. Das nächste Produkt, was mir ebenfalls sehr gut gefällt, in meine Urlaubstasche wandert, ist dieses kleine Ding hier. Nämlich der Bronzer, den man so schön anpassen kann an seiner Haut. Einmal von dunkel bis hell. Tolles Produkt auch. Also Essence, selbst übertrumpft, selbst überschlagen. Wahnsinnig tolle Produkte. Ich bin gespannt, was ihr zu der LE sagt. Gefällt es euch genauso gut wie mir? Und wenn nicht, was gefällt euch nicht? Und wenn doch, welche Produkte gefallen euch besonders gut? Bin gespannt, was ihr sagt. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und mir einen Daumen da lasst. Und herzlichen Dank dafür. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.